Löffeldessert für alle, die es fruchtig mögen. Für unsere Löffeldessert habe ich kleine Rexglasen vorbereitet. Der Biskuit, Schoko oder Hell wird hineingebröselt. Für die Erdbeeren, finde ich, eignet sich Schokobiskuit besser. Für Heidelbeere auch. Für die Pfirsichgläschen nehme ich lieber den hellen. Als nächstes machen wir die Joghurtcreme-Basis. Dafür verrühre ich Joghurt und Kristallzucker. Danach wird steifer Schlagobers untergehoben. Dabei ist wieder wichtig, dass man nicht zu viel rührt, weil sonst flockt der Schlagobers aus. Ich habe die Joghurtcreme in den Dressiersack getan und dressiere jetzt gleichmäßig die Gläschen. Das Fruchtmus, das sind einfach pürierte Heidelbeeren, fülle ich jetzt da in die Glasel ein. Wir haben einmal Heidelbeer, einmal Marille und Erdbeer. Mit der Creme mache ich jetzt den Abschluss.